Hallo und willkommen zurück zu Geheimakte Tunguska. Und wir sind immer noch bei dem Ewenke im Zelt und wir brauchen noch ein Gefäß, um seine Medizin zuzubereiten. Und das Gefäß bekommen wir anscheinend von ihm. Deswegen werde ich ihm jetzt erstmal das Rezept aushändigen. Väterchen, wach auf! Ist das hier das Rezept für deine Medizin? Scheint tatsächlich das Rezept zu sein. Der Alte will wohl, dass ich es in der Phiole zubereite. Ich sollte mich mit der Herstellung der Medizin beeilen. Lange hält er nicht mehr durch. Und schon haben wir den Gegenstand, den wir noch brauchten, eine Phiole. Und dort können wir jetzt Wodka reinschütten. Ein paar Tropfen des Rausches. Ich kann dir kurz nochmal das Rezept vorlesen lassen. 5 Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen. Ein Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Also den Rausch haben wir jetzt schon drin. Das ist der Wodka gewesen. Blut der Nacht dürfte der Ketchup sein. Ketchup besteht aus Tomaten. Tomaten sind Nachtschattengewächse. Könnte also durchaus hinkommen mit dem Blut der Nacht. Ich probier's mal. Das heißt, der verdorrte Tomatenstrauch, der da draußen irgendwo in der Ecke stand, ist wahrscheinlich einfach nur so ein Hinweis dazu, dass die Tomaten ein Nachtschattengewächs ist und deswegen der Ketchup, weil es aus Tomaten besteht, Blut der Nacht ist oder so. Ich dachte einfach nur an Blut und Rot und gleich Ketchup. Ja. So, dann genau den Enzian, den wollten wir noch auspressen. Das konnten wir im Nussknacker machen. Dazu brauchen wir jetzt die Phiole noch, damit die den Saft auffängt. So, das müsste die richtige Dosis sein. Gesetzt den Fall, dass mit dem Wurz der Tränen diese Zwiebel gemeint war. Dann brauchen wir noch irgendwas von wegen Quell des Lebens oder so. Das ist das Wasser. Und davon haben wir reichlich in der Viehtränke. Fünf Teile vom Quell des Lebens. Hab ich. Gut gemacht, Nina. So, dann das Ganze aufs Feuer. Hoffentlich fliegt mir das Gebräu nicht um die Ohren. Ich habe zwar keine Ahnung, wann das Zeug wirklich fertig ist, aber bevor es mir verdunstet. Verdunsten, das ist es. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Dann müsste die Medizin ja jetzt fertig sein. Gut, dann flößen wir ihm das mal ein. Trink, Väterchen. Das wird dir hoffentlich helfen. Danke. Gern geschehen. Was ist passiert? Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Wachen. Wachen? Von der Forschungsstation? Ja, ich habe nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Du wärst fast gestorben. Aber ich lebe. Und du bist nicht nur hier, um mir zu helfen, oder? Du hast Fragen. Ja, woher weißt du? Deine Augen verraten dich. Die Augen verraten jeden. Und deine Augen, ich kenne deine Augen. Vor langer Zeit waren sie schon einmal hier. Ich? Nein, mit Sicherheit nicht. Doch, aber sie hatten nicht den Körper einer jungen Frau. Du bist die Tochter von, wie hieß er doch gleich? Wladimir Kalenko? Du kennst meinen Vater? Ja, Wladimir war sein Name. Er kam damals zu mir, so wie du heute, mit den gleichen Augen. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du meinen Vater kanntest, dann kannst du mir auch sagen, was damals hier passiert ist. Ich bin nur ein Hirte. Ich war immer Hirte. Und ich werde es bis zu meinem Ende bleiben. Aber Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist. Und du solltest es auch wissen. Höre auf die Worte eines einfachen Mannes. Mein Sohn hat nicht auf mich gehört. was meinst du? Du willst wissen, was hier vor fast 50 Jahren passiert ist und was heute hier passiert. Mein Sohn war auch neugierig. Er wollte nicht auf mich hören. Er fand ein seltsames Metallstück im Wald und er stellte Fragen, die falschen Fragen an die falschen Leute.
Ich habe ihn nie wieder gesehen. Es gibt Dinge, für die sind wir nicht bestimmt. Wenn wir das nicht verstehen... Väterchen, deine Worte mögen weise sein, aber mein Vater ist in Gefahr. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, deine Augen verraten es. Du bist wirklich genau wie dein Vater. Auch ihn hatte ich gewarnt. Auch er wollte nicht auf mich hören. Er hat das verfluchte Reich der Akti betreten. Jener Donnervögel, die seit dem Jahr der großen Katastrophe jedes Wesen mit endlosem Siechtum strafen. Dein Vater hat meiner Warnung keine Beachtung geschenkt und sein Begleiter musste teuer dafür bezahlen. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Und du sollst erfahren, wo dein Vater damals sein Lager aufgeschlagen hat. Folge dem nördlichen Pfad bis in die Sümpfe. Dann wirst du finden, wonach du suchst. Aber denk immer an meine Worte. Sei vorsichtig bei allem, was du tust. Hier passieren Dinge, die sich keiner vorzustellen vermag. Der Evenke hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siechtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Tja, kaum gibt man dem alten Mann ein bisschen Wodka, schon quasselt er wie ein Wasserfall und führt uns zu diesem Haus im Sumpf. Ich find's eigentlich recht nett hier, so alles so schön grün, die Sonne strahlt. Irgendwie hübsch. Na gut. Hat nicht so ganz die Atmosphäre, wie die Nina sie beschreibt, finden zumindest nicht auf mich. Und ja, jetzt schauen wir uns hier mal um. Der Sumpf. Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Dann geht's hier hinten noch einen Weg entlang und ansonsten glaube ich nur zum Haus rein. Und Fenster. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Ein 8mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Ohne Strom funktioniert der nicht. Also gut, der Projektor ist, glaube ich, so unsere erste Sache. Den müssen wir in Gang bringen. Dann haben wir hier noch einen Lappen. Und auf dem Boden eine Scherbe. Ein Kompass. Der nach Süden zeigt. Und einen Knopf hat. Und Metallstifte. Passiert nichts. Ein kleiner Metallstift. Der Knopf muss irgendeine Funktion haben. Nur welche? Dann gucken wir mal kurz ins Tagebuch rein. Also unser vorletzter Eintrag war Vergangenheitsbewältigung. Die Stelle, an der sich vor 100 Jahren die Tunguska-Katastrophe ereignete, müsste ganz in der Nähe sein. Demnach war auch Ninas Vater auf seinen Expeditionen hier.
Und jetzt die verbotene Zone. Dem alten Ewenke geht es wieder besser. Er berichtete von seinem Sohn, der trotz eindrücklicher Warnung in die Region der Absturzstelle ging und ein seltsames Bruchstück fand und für immer verschwand. Und er berichtete von Ninas Vater, der nicht auf seine Warnung hören wollte. Peres musste teuer dafür bezahlen. Auch Nina wird von ihm gewarnt, aber soll sie jetzt noch umkehren? So kurz vor dem Ziel? Und hier hinter dürfte jetzt eine Rätselhilfe zu dem Kompass sein. Die gucken wir uns mal nicht so genau an. Aber bevor ich mich um den Kompass kümmere, wollte ich jetzt erst noch ein bisschen mich weiter umschauen, ein paar Sachen einsammeln. Jetzt hier ein Kamin, da ist bestimmt irgendwas drin. Das ich jetzt irgendwie nur so nicht sehen kann. Zu dunkel. Ah, da unten. Alufolie. Nichts Besonderes zu erkennen, ist aber auch stockdunkel. Ganz meine Meinung. So. Wir können mit dem Lappen, glaube ich, ein bisschen Fenster putzen. Innen sind die Fenster halbwegs sauber. Aber außen nicht gut, nach draußen. Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Soll ich jetzt vielleicht noch Essen kochen? Ja, wäre eigentlich eine gute Idee. Ich hätte schon so ein bisschen Hunger. Jetzt gehen wir aber erstmal hier ums Haus rum. Okay. Den Generator werden wir schon nicht brauchen. Der dürfte uns Strom liefern, nehme ich an. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Glaube kaum, dass ein Dieselgenerator mit Petroleum funktioniert. Außerdem ist sowieso kaum noch was in der Lampe. Hätte ja sein können. Was ist mit dem Tankwagen? Ein alter Trinkwassertank. Der Lappen ist durchtränkt. Jetzt habe ich den Lappen ins Petroleum gehalten. Ich weiß nur noch nicht wozu. Und es geht noch weiter. In die Wildnis. Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an, den Namen Tunguska zu hassen. Wow, was für ein Monstrum. Ich frage mich nur, wie der hierher gekommen ist. Felge? Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Gut. Dann hat er nicht zufällig noch einen Tank? Ja. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Ich nehme aber an, wir können das nicht einfach so mitnehmen. Da brauchen wir bestimmt wieder ein Behältnis für. Die Lampe können wir dafür nicht benutzen. Die Wodkaflasche auch nicht. Und das war mein Wecker. Und es geht dann im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.